Guten Abend und herzlich willkommen zur Verleihung des Hans-Joachim-Friedrich-Preises 2021 hier in Köln. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wie schön, dass unsere Preisträgerinnen und Preisträger da sind. Herzlich willkommen, will ich aber auch sagen, dem WDR-Intendanten und einem der Schirmherren heute Abend, Tom Buro. Herzlich willkommen. Jochen Kluth, NDR-Intendant, kann heute nicht dabei sein, musste uns kurzfristig absagen. Aber wir freuen uns, dass die Programmdirektorin Katja Marx heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Willkommen natürlich auch dem gesamten Freundeskreis. Seit 26 Jahren wird dieser Preis jetzt vergeben und jetzt auch mit einer neuen Vorsitzenden Sandra Maischberger. Da geht's ja schon wieder los. Sandra, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmal Ihnen allen. Ja, da wollte ich bei Frau Marx nichts falsch machen und schon liegt man wieder da. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend, wo vor allem eben Hans-Joachim Friedrichs als großer Name oben drüber steht. Das ist ein Mann, der Korrespondent war, Reporter, Nachrichtenmoderator, für viele aber auch eine Art Familienmitglied, ein Vertrauensmann, ein Fernsehgesicht, einer, der viele Dinge gesagt hat, die heute noch junge Journalistinnen und Journalisten beeinflussen. Ein Mann, der aber auch sowas gesagt hat wie, es gab keinen Tag, an dem ich ungern in die Redaktion gegangen bin. Kann man sich auch mal überlegen. Geht ja nicht jedem so. Ist aber vielleicht auch eine Art, diesen Job zu bewältigen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Journalismus ist am Ende auch einfach nur Arbeit. Journalismus ist vor allem Handwerk. Die genaue Recherche. Das Aufdecken von Missständen. Das Verknüpfen komplizierter Zusammenhänge. Und er beherrschte es wie kaum ein anderer, Hans-Joachim Friedrichs, der erste Anchorman in Deutschland, der dem alle vertraut haben und der den Menschen vor dem Fernseher die Welt nach Hause gebracht hat. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Hans-Joachim Friedrichs prägte den Journalismus. Kritisch distanziert, fast schon unauffällig professionell. Ein Vollblutjournalist, nicht nur als Moderator, auch als Korrespondent. In Washington, New York, Saigon. Das ist Saigon, die Hauptstadt Südvietnams am Tage der Präsidentschaftswahlen. Neugier ist das Entscheidende, sagte er. Die Sehnsucht, sich die Welt zu erschließen. Immer geleitet von einem Gedanken, der bis heute Strahlkraft besitzt. Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Nicht in öffentliche Betroffenheit versinken. Hajo Friedrichs war ein Vorbild für viele, auch als politischer Interviewer. Es macht doch alles nur Sinn, wenn es auch ein bisschen Spaß macht. Macht es Spaß, erstens Bundeskanzler zu sein, zweitens Parteivorsitzender. Beliebt als Sportmoderator, wie als Gesicht der ARD-Tagesthemen. So schön bei Ihnen all die Jahre. Vielen Dank für die freundliche Begleitung. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Irgendwann, irgendwo. Bis dahin. Guten Abend. Ein Meister des journalistischen Handwerks, einer, der für seine Arbeit gebrannt hat. Friedrichs wahrte dabei immer Distanz zur Nachricht, ein Journalist mit Haltung.